Nations League, Testspiele mit Wettbewerbscharakter, haben sie gesagt. Alles nicht so ernst nehmen, haben sie gesagt, aber jetzt sind wir abgestiegen. Deutschland geht also runter und das tut weh. Das hatte irgendwie keiner gesagt, aber es ist nun mal so, Abstieg bleibt Abstieg, egal in welcher Liga. Armes Deutschland. In den Niederlanden singen sie schon Deutschland, Deutschland, zweite Liga. Oh, wie ist das schön, euch nie mehr zu sehen. Aua, Abstieg. Oh, Katastrophe, also wirklich. Wie soll man es verkraften? Man ist traurig. Ich habe geweint. Ich gehe den Weg in die zweite Liga mit. Ich würde auch den Weg in die Kreisklasse mitgehen. Jetzt erst recht, ganz ehrlich. In guten wie in schlechten Zeiten. Ja, runtergehen tut weh. Deutschland zweitklassig. Bei Dieselfahrzeugen der PISA-Studie okay, aber das liebste Kind, die Nationalmannschaft abgestiegen. Wir alle abgestiegen. Ja, wir haben das Spiel verloren und andere haben gewonnen und deshalb müssen wir leider absteigen. Deutschland, der viermalige Weltmeister, jetzt also das Sandhausen Europas. Na danke, kann ja mal passieren. Schließlich hat es die Top-Nationen Island und Polen auch erwischt. Heißt immerhin, es wird die stärkste zweite Nations-Liga aller Zeiten. Das ist ein Wahnsinn. Ja, es ist einfach nur geil. Ja, geil, aber Achtung, zweite Liga ist hart. Vor allen Dingen wünsche ich mir nur, dass man sich jetzt intensiv auf die zweite Liga vorbereitet. Denn dass sie das nur wissen, die wird sehr schwer werden. Gut, dass Joachim Löw umbaut. Richtig harte Typen kommen danach, prädestiniert für den Zweitliga-Alltag. Er hätte doch in die Sonne gehen können, oder nicht? Zweite Liga, wir kommen. Das Ziel? Sofortiger Wiederaufstieg, na klar. Aber bräuchten wir hierfür nicht einen Aufstiegsexperten? Ihn hier zum Beispiel. Ich habe es niemals offen ausgesprochen, aber als ich eure Unterstützung in all den Heimspielen erlebt habe, wusste ich, dass ich mit dieser fantastischen Mannschaft den sechsten Aufstieg für Fortuna Düsseldorf und für mich schaffen kann. Sechs Aufstiege, der Friedhelm, der Yogi, noch gar keinen. Aber der Bundestrainer wird es schon richten. Mission Wiederaufstieg in 2 Jahren. Dann können wir in Deutschland alle gemeinschaftlich singen. Also es gibt doch ein paar Aufstiegsexperten, also es kennen sich auch in Deutschland Menschen mit Zweitklassigkeit aus. Das so ein bisschen Augenzwinkern mal, nachdem das jetzt so gekommen ist. Und wir werden dann wieder ernsthafter mit Joachim Löw und mit Joshua Kimmich um 14 Uhr das Ganze live auf Sky Sport News AD. Dann natürlich die Vorschau auf das Spiel gegen Holland.